Es wurde wieder einmal nichts mit dem Sieg. Auch im dritten Anlauf in dieser Saison haben die Footballer der Monarchs gegen den amtierenden Meister aus Braunschweig den Kürzeren gezogen. Die Dresdner mussten sich im Spitzenspiel gegen das Top-Team aus Niedersachsen am Ende mit 34:49 geschlagen geben. Dabei hatte doch alles so gut angefangen. Auch ohne Punktesammler Trevor Deed, der noch geschont wurde, hatten die Königlichen die New Yorker Lions voll im Griff. Eine präzise arbeitende Abwehr und ein hellwacher Angriff überraschten die über 2000 Zuschauer im Heinz Field. Schon nach kurzer Zeit führten die Dresdner mit dem ersten Touchdown durch Jan Hilgenfeld. Und weiter ging die Glückseligkeit bei den Sachsen. Doch dann ein Schock bei allen Beteiligten. Der Lion Sven Rieger verletzte sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Angepeitscht von Stadionsprecher Alex Alexander per Poncher knüpften die Monarchs aber an ihr zunächst erfolgreiches Spiel an. Der 41-jährige Ex-Footballer kommt für jedes Heimspiel extra aus Frankfurt am Main, gibt immer wirklich alles und führte die Seinen zu einem 21:14 zur Halbzeit. Heute ist spannendes Spiel erstmal. Bis dahin super. Erste Halbzeit. Wir führen gegen Braunschweig. Hätte, glaube ich, keiner so richtig erwartet nach den Ergebnissen der nächsten Woche. Ich gucke schon ein bisschen in die nächste Woche oder beziehungsweise zum nächsten Spiel, wenn die Kiel Baltic Hurricanes kommen. Dann zum Endspiel um Platz 2. Und ich habe früher auch mal ein bisschen gespielt und das in Kiel. Und viele sagen, Mensch, hast du nicht zwei Herzen in deiner Brust, wenn die Hurricanes kommen? Und nach 10 Jahren bei den Monarchs muss ich sagen, nein, auf keinen Fall. Und ich hoffe, wir gewinnen und haben wieder ein schönes Heimspiel in den Playoffs. Kiel vor Augen und die Lions vor der Brust. Wie auch immer, im zweiten Spielabschnitt lief es bei der Mannschaft von Cheftrainer John Leiten dann nicht mehr ganz so gut. Trotzdem, die Monarchs kämpften und wussten weiter zu überraschen. Denn unerwarteterweise hielten die Hausherren den Liga-Krösus lange Zeit sogar am Rande einer Niederlage und führten in der zweiten Hälfte noch mit 31:28. Danach allerdings legte der Meister, angeführt in Person von Lions Quarterback Casey Theriault, richtig zu und verdeutlichte damit den Unterschied in diesem Spiel und in den Kadern. Wir haben uns auf jeden Fall, was das Scheme, also die Einstellung angeht, etwas verbessert. Problematisch sehe ich halt immer noch, und also uns fehlt immer noch die richtige Antwort gegen einen Casey Theriault. Wir haben noch nie das komplett perfekte Spielsystem gefunden, um gegen so viel Geschwindigkeit, die er aber sehr versteckt hält, dagegen zu halten. Ansonsten bin ich mit der Defense komplett so weit zufrieden. Wir haben stellenweise sehr gut gecovert, also die Passverteidigung war exzellent teilweise. Bis auf Ausnahmen, was immer mal passiert. Den Lauf hätten wir so unter Kontrolle gehabt, abgesehen vom Quarterback. Insofern, ja, da bleibt halt einfach Arbeit. Und meine, wahrscheinlich sieht man sie ja nochmal. Bis zum 34:35 konnten die Elbestädter noch mithalten und schnupperten an einer Überraschung. Am Ende war es dann aber ein verkorkstes letztes Viertel für die Königlichen. Braunschweig spielte derweilen cleverer und abgezockter. Immer wieder kamen die Braunschweiger zu ungeahnten Raumgewinnen und dann auch zu leichten Punkten. Am Ende standen die Braunschweiger mit 49:34 als Sieger fest. Wenn man Fehler macht gegen die Lions, dann ist ein Fehler eigentlich zu viel. Also, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, Offense und Defense auch Fehler. Und man kann das nicht leisten gegen Braunschweig. Mit einem Überraschungssieg gegen die New Yorker Lions wurde es also wieder nichts. Am Ende erreichten die Dresden Monarchs nicht mehr als einen Achtungserfolg. Die Braunschweiger haben heute gesehen, dass sie schlagbar sind. Ich glaube, das ist so das, was im Unterbewusstsein mit nach Braunschweig fährt heute. Und unsere Mannschaft hat gezeigt, dass er auch mit dem Ausfall von Trevor Deed umgehen kann, haben sehr stark gespielt und haben sehr viel für ihr Selbstbewusstsein getan. Nun geht also der Blick vorwärts auf das entscheidende Spiel um Platz 2 in 14 Tagen gegen die Mannschaft aus Kiel. Aber mit einer Leistung wie dieser muss einem für einen erfolgreichen Ausgang eigentlich nicht bange sein. Da können sich die Dresden Monarchs nur noch selber im Wege stehen.